Hallo, guten Tag. Ich bin Michael Becker und wir haben die Nachrichten für heute. Zuerst gibt es das Neueste von Hollywood. Weiter geht es mit einem Bericht über das Neueste aus der Spielwelt für Kinder. Und zuletzt ein Bericht mit dem Neuesten aus der Mode mit Georg. Ich bin Günther Pferdekopf und hier ist das Neueste aus der Welt der Promis. Amy Winehouse wurde tot in ihrer Wohnung in London aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar, aber es war wahrscheinlich die Drogen- und Alkoholabhängigkeit. Ja, das ist sehr tragisch. Der Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe wurde betrunken mit dem bekannten Harry Potter-Symbol auf seine Stirn aufgefunden. Der hat wohl ein bisschen zu viel bei der Premiere von seinem Film gefeiert. Und zuletzt, obwohl Nicolas Cage bankrott zu sein scheint, er hat einen neuen Film im Kino. Mit dem Film Ich brauche Geld versucht der amerikanische Schauspieler Geld zu verdienen. Ich bin wie immer euer Günther Pferdekopf mit der Neuesten von heute. Hallo, aus Paris berichtet Georg das Neueste aus der Modewelt. Hallo, ich bin Jorge Laborico. Der neueste Trend in der Mode ist etwas Schmuck. Hier ist ein Armband. Es ist aus Schüssel gemacht und ist essbar. Schauen Sie. Und ich trage ein Hauskette. Sie ist auch aus Schüssel gemacht. Wenn Sie auf der Straße immer laufen und hungrig sind, können Sie die Hauskette essen. Und hier ist auch ein Ring. Er ist aus Twizzlers gemacht. Wenn Sie im Klassenzimmer sitzen und Sie Brötchen und schnellen Snacks, können Sie einen Ring essen. So, jetzt ist die Mode nicht nur schick, sondern auch essbar. Diese essbare Mode kann man bei Walmart kaufen. Jetzt zurück zu Claudia. Danke, Georg. Unsere Wirtschaftskorrespondentin Anja Tauber kommt jetzt mit ihrem Beitrag aus der Spielzeugwelt. Danke, Claudia. Und jetzt kommt das neueste Spielzeug von der Firma Hasbro, die auch Spielzeuge wie zum Beispiel Mein kleines Pony, Funko's Rock und Transformer produziert hat. Darin passen Sie jetzt auf. Dieses Jahr, ob wir es glauben oder nicht, ist Mein kleines Ninja ein großer Hit. Jawohl, es gibt jetzt Mini-Ninjas, mit denen man reisen kann. Ja, diese kleinen Ninjas besuchen ihre Kinder. Während die Eltern weg sind, sind diese Ninjas die besten Freunde ihres 12 Jahre zurückgebliebenen Kindes. Ein Moment bitte! Diese Nachricht ist gerade reingekommen. Letzte Nacht wurde eine Frau wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet. Die verhaftete Frau heißt Claudia Meyer. Hier ist gestern Abend passiert. Was? Das ist alles für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Gute Nacht. Ach, das
hell.